Professor Göbel, Sie kennen ihn sicherlich alle, ist Neurologe und Psychologe, ist Leiter der renommierten Kopfschmerzklinik in Kiel, ist hochdekoriert, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz für den Aufbau eines einzigartigen deutschlandweiten Kopfschmerznetzes, an dem Sie allen, wenn Sie Kopfschmerztherapie machen, teilnehmen können, ist immer der Ansprechpartner, wenn wir mal wirklich überhaupt nirgendwo weiterkommen. Und ich sage Ihnen eines, er hilft immer und immer auf eine freundliche und ich darf auch sagen freundschaftliche Art und Weise. Und ich möchte dich, lieber Hartmut, ganz herzlich begrüßen und bin nicht nur stolz, sondern auch sehr dankbar, dass du zu dieser vorgerückten Stunde doch über einen schwierigen Komplex noch sprechen willst, nämlich über komplizierte Kopfschmerzen. Und erteile dir sehr gerne das Wort. Bitte schön, Hartmut. Ja, schönen guten Abend, lieber Michael. Erstmal herzlichen Dank für deinen wunderbaren Vortrag. Du hast einen ganz tollen Überblick gegeben. Und ich darf mich auch bedanken für die freundschaftliche Verbundenheit all die Jahre und dein Engagement in der Schmerztherapie. Vielleicht, bevor ich starte, du hattest mich vorhin kurz erwähnt, angesprochen mit dem Begriff der Impfung. Es gibt ja zwei Formen der Impfung. Es gibt die aktive Impfung und es gibt die passive Impfung. Und ich glaube, das Letztere, das wird immer nicht bedacht. Natürlich ist die Antikörpertherapie keine aktive Impfung. Der Körper bildet ja nicht selber aktiv Antikörper. Definitiv, das ist so. Aber wenn ich von außen alle 4 Wochen einen Antikörper gebe, dann ist das definitionsgemäß eine passive Impfung. Und deswegen stimmt der Begriff Impfung schon. Aber er wird halt einfach missverstanden. Und deswegen sagen wir jetzt einfach Immuntherapie. Und dann, glaube ich, versteht jeder, was wir meinen. Also passive Impfung in Form einer Immuntherapie ist das schon adäquat, aus meiner Sicht zumindest. Und auch bei anderen Erkrankungen gibt es das ja auch so. Vielen So, Dank und für die dann Frage. habe ich, ja, und dann hab ich plötzlich gefunden, dass ich heute vortragen darf zu dem Thema komplizierte Kopfschmerzen. Ich habe ein Stoßgebet gebetet und habe mir gedacht, was ist damit wohl gemeint? Und ich versuche einmal jetzt meine Gedanken dazu zu sortieren. Jetzt muss mir nur einer kurz helfen, wie ich hier weiterschalten kann. Geht das nicht Einfach mit in die den Präsentation reinklicken. in die Präsentation reinknicken? Ja, Ja. wie ihr wollt. Ja, das sieht gut aus. Ja, ich grüße Sie heute Abend von Kiel. Hier sehen Sie die Schwentine und drüben den Landtag und rechts hier unsere Klinik, in denen wir hier in 120 Betten unsere Patienten versorgen. Und natürlich haben viele davon komplizierte Kopfschmerzen, die der Grund sind, warum die Leute hier nach Kiel kommen und wo wir uns eben hier ganz spezialisiert versuchen, den Problemen zu widmen. Also was heißt das jetzt eigentlich kompliziert? Kompliziert kommt von dem lateinischen plica, die Falte. Das kennen wir ja aus der Medizin. Plica zusammenfalten, kompliziert dann, wenn man das zusammensetzt, im Sinne von verwickelt oder verwirrend zusammengefaltet. Also wir haben ein zusammengefaltetes Thema und das kann noch schwieriger werden, wenn wir einen plissierten Rock haben, wie hier zum Beispiel, auch hier zusammengefaltet. Und wenn man das bügelt, dann wird das sicherlich sehr kompliziert. Und was heißt nun kompliziert? Einmal aus der objektiven, also der intersubjektiven Sicht. Wenn etwas kompliziert ist, dann hat es eine hohe Komplexität oder Vielschichtigkeit. Oder aus der subjektiven Sicht ist dann etwas kompliziert, wenn man nicht über das nötige Wissen oder das Können verfügt, es zu verstehen oder zu beherrschen. Und das ist also jetzt hier das Thema der nächsten Minuten. Wir müssen versuchen, von kompliziert zu einfach zu kommen, von verwickelt immer mehr zu den nicht verwickelten, nicht zusammengewickelten, zusammengefalteten Lösungsweg zu kommen. Und letztlich leidet dieser Faden auch jetzt durch diesen Vortrag. Hochinteressant, weil es ja nicht nur in der Medizin und der Kopfschmerzmedizin komplexe, komplizierte Themen gibt. Gibt es ein wunderbares Buch hier, das nennt sich Problemlösung. Die einzige Fähigkeit, die Fähigkeit, die man braucht, um alles zu lösen. Und das möchte ich mit Ihnen einmal exemplarisch am Beispiel der Kopfschmerzen mit Ihnen jetzt besprechen. Wie geht das, wenn man komplizierte Probleme lösen muss? Sie fangen zunächst einmal an, eine klare Definition des Problems zu haben. Wenn Sie nur von Kopfschmerzen sprechen, 367 Hauptformen von Kopfweh, werden wir da nicht weiterkommen, genauso wenig wie wir von Bauchweh sprechen. Zerlegen Sie das Problem daher in seine einzelnen Bestandteile.
Priorisieren und gewichten Sie Bestandteile. Was ist das Wichtigste? Und legen Sie dann fest, welche Teilanalysen das Team oder fachübergreifend verschiedene Ärzte dann lösen sollen. Und dann brauchen wir Heuristiken. Was ist das denn? Werde ich gleich erklären, um die einzelnen Problembestandteile zu analysieren. Und dann fügen wir das zusammen und dann müssen wir das Ganze noch überzeugend in ein Gesamtergebnis verpacken. Heuristiken kommt von Heureka. Ich hab's, kennen Sie ja noch den Satz, finden, entdecken. Das ist die Kunst mit begrenztem Wissen, das wir ja alle haben, unvollständige Informationen und wenig Zeit noch dazu, zu einer wahrscheinlichen, praktikablen Aussage und zu guten Lösungen zu kommen. Descartes hat das auch ganz genauso bezeichnet. Er hat gesagt, komplexe Probleme müssen wir so zerlegen, dass ihre einzelnen Elemente qua Intuition als wahr erkannt werden können, dass wir erkennen, wie wir das Ganze anpacken und lösen. Und wenn wir also in der realen Welt verwickelte, komplexe, zusammengefaltete Probleme haben, unsicher sind, dann nützen wir den Weniger-ist-mehr-Effekt. Wir ersetzen die auseinander, analysieren dann die einzelnen Bestandteile und kommen dann zur Lösung. In der Kopfschmerzwelt haben wir die als Heuristik, die internationale Kopfschmerzklassifikation. Das ist ja genau ein Werkzeug, um verwickelte Probleme in Einzelteile zu analysieren. Und da haben wir ja genau diese Setzkästen, 367 Hauptformen von Kopfschmerzen, die wir hier entsprechend dann eben als Einzelteile dann auch spezifisch behandeln können. Genau dafür ist das gedacht. Jetzt habe ich mir einmal die Aufgabe gestellt, zu schauen, ob es da komplizierte Kopfschmerzen in der internationalen Klassifikation gibt. Da finden wir die nur an einer einzigen Stelle in den Hauptteil, nämlich bei der Migräne mit Aura. Da finden wir nämlich Migräne-Komplikationen, Complications of Migraine. Und die schauen wir uns jetzt einmal an. Wenn die internationale Kopfschmerzklassifikation schon sagt, dass es hier kompliziert wird, dann wollen wir uns doch das einmal zu Gemüte führen. In der Akuttherapie haben wir heute 7 verschiedene Triptane zur Verfügung in verschiedenen Darreichungsformen, Schmerztablette, Nasenspray und Spritze. Wenn wir jetzt Attacken behandeln wollen, komplizierte Attacken, dann fragen wir uns natürlich zunächst einmal, wie kommen wir am schnellsten zur Lösung? Wie zerlegen wir das Problem Attacke in Einzelteile, damit wir einen schnellen, flinken Ansatz bekommen? Wir haben 3 Hauptgruppen von Triptanen, welche die schnell wirken, welche die langsam wirken, dafür aber lange anhalten. Und wir haben einen mittelschnellen Wirkantritt, aber mit potenten Triptan. Das ist auch schon mal gut, wenn wir das Problem so analysieren, in Einzelteile zerlegen. Jetzt haben wir aber einen Patienten vor uns, der hat komplizierte Attacken und jetzt möchten wir den beraten und dann sagen wir, wir haben jetzt verschiedenste Möglichkeiten, auch hier wieder isoliert, analysiert, einzugreifen. Wir haben ein Mittel gegen die Übelkeit, wir haben Triptane, die wir einsetzen können, dann eben spezifisch ausgewählt. Wir können ein Ersatzmedikament geben, wenn es primär nicht wirkt, oder wir können ein Status Mykonosis behandeln und da brauchen wir Ersatzmedikamente ebenfalls. Kommen wir also einmal zu dem jetzt zerlegten Problem eines komplizierten Anfalls. Wir haben den Patienten Sumatriptan verordnet und MCP. Wir geben das dann in Anfall möglichst schnell. Nach 2 Stunden ist der Patient attackenfrei und es ist kein Wiederkehrkopfschmerz. Das war jetzt gar nicht kompliziert. Das ist einfach. So wollen wir es haben. Aber der nächste Patient sagt, ich habe das so gemacht, bin nach 2 Stunden attackenfrei, aber nach 6 Stunden kehren die Kopfschmerzen wieder. In dem Fall wissen wir, haben wir einen Wiederkehrkopfschmerz, wir setzen es erneut ein und die Attacke ist dann gelöst. Und das kann uns sogar am dritten Tag nochmal passieren. Dann haben wir einen Wiederkehrkopfschmerz und wir behandeln erneut. Wenn die Kopfschmerzen wiederkehren, wiederholen wir die Behandlung und die Attacke ist dann im Griff. Jetzt haben wir aber wieder ein anderes komplexes Problem. Wir haben am Anfang die Situation, dass wir es einsetzen und der Schmerz wird nicht besser. Wir haben eine primäre Unwirksamkeit. Und jetzt, wenn wir wiederholen, und das machen leider viele, dann wird auch die Wiederholung nicht wirken. Wenn der Schlüssel früh um 7 Uhr nicht wirkt an Ihrer Tür, wird er auch nicht um 10 Uhr wirken. Wir brauchen daher ein anderes Medikament, einen anderen Schlüssel. Und deswegen brauchen wir die Ersatzmedikamente, ein NSAR oder Novaminsulfon. Und dann kann eben auch hier das Problem gelöst werden. Noch komplizierter ist es, wenn die Attacke jetzt über 2, 3, 4, 5 Tage anhält, wir einen Status Mykonosis haben, eine weitere Migräne-Komplikation. Und hier brauchen wir dann ein Ersatzmedikament, das wir eingreifen.
das wir einsetzen. Und wenn das nicht hilft und immer weitergeht, über 4 Tage geht, dann nehmen wir ja Diazepam und Prednisolon und können damit in vielen Fällen noch die Attacke im Griff bekommen. Oder wir geben dann eben Acetylsalicylsäure intravenös und können damit ebenfalls die Attacke im Griff bekommen. Also für verschiedenste Komplikationen haben wir verschiedenste Ansätze. Nun haben wir eine weitere Migränekomplikation, das ist der migränöse Infarkt. Und da müssen wir wissen, dass das bei Patienten auftritt, die eine Aura haben und bei der die Aura-Symptome länger als 60 Minuten anhalten. Und dann müssen wir annehmen, dass es eben nicht nur eine typische Aura ist, sondern eben eine Komplikation, ein migränöser Infarkt auftreten kann. Und wenn wir jetzt noch in der Bildgebung einen ischämischen Infarkt sehen, dann können wir auch diese Diagnose stellen. Hier sehen Sie hier okzipital einen lakunären Infarkt, der hier in der Serie aufgetreten ist bei diesem Patienten. Das Schlaganfallrisiko bei Migräne ist mittlerweile gut bekannt. Allein in den USA haben wir jedes Jahr 800.000 Schlaganfälle. Ganz viele sind betroffen und insbesondere auch Frauen. Und 1% aller Schlaganfälle tritt im Rahmen einer Migräneattacke auf. Ich habe die Zahlen mal für Deutschland umgerechnet. Das sind also rund 900 migränöse Infarkte, haben wir in Deutschland zu erwarten. Wir kennen mittlerweile, dass bei der Migräne das Schlaganfallrisiko deutlich erhöht ist, und zwar mindestens um das Doppelte. Also Migräne ist nichts für den Heilpraktiker. Das ist schon gar nichts für Homöopathie. Migräne ist eine ernsthafte Erkrankung, die zu schwerwiegenden Komplikationen führen kann. Nicht nur im kardiovaskulären Bereich, sondern insbesondere auch im psychischen Bereich. Das Risiko für Depression, für Stresserkrankung, für Angsterkrankung, auch für Suizid ist um den Faktor 8 bis 10 Mal erhöht. Und deswegen bin ich immer wieder ja fast schon erzürnt, wenn man mit Kügelchen oder wenn man mit irgendwelchen nicht wissenschaftlich begründeten Therapieverfahren solche komplexen, schwierigen, komplizierten Erkrankungen behandelt. Schlaganfallrisiko also ist deutlich erhöht bei der Migräne. Wir haben dafür verschiedene Hinweise, warum das so ist. Wir haben eine elektrische Depression im Bereich der Hirnrinde, eine veränderte Hämodynamik, einen erhöhten Gefäßwiderstand. Die Nervenzellen bekommen zu wenig Energie und es kommt dann eben zu diesem migränösen Infarkt. So, und jetzt kommen wir mal zum Konkreten. Ich habe Ihnen ein paar Fälle mitgebracht, bei dem solche komplexen Situationen besteht. Das ist jetzt sehr, sehr kompliziert. Das ist ein 48-jähriger Mann, der hat schon als Schüler, das hat er nahezu vergessen aktuell, mit 14 Jahren ganz selten mal Migräneattacken gehabt. Und 2014 traten plötzlich sehr schwere Kopfschmerzen auf im Bereich des rechten Oberkiefers. Er hatte außerdem auch noch Nasenausfluss. Er ist zum HNO-Arzt gegangen und der sagte, du hast eine Sinusitis maxillaris. Und er hat ihn erfolgreich, so dachte er, operiert, weil nach 6 Wochen waren dann die Attacken weg und auch der Nasenausfluss war dann im Rahmen dieser Attacken nicht mehr vorhanden. Und es gab dann immer wieder mal alle paar Monate Rezidive, die wurden dann antibiotisch behandelt, auch immer wieder vermeintlich erfolgreich, weil nach 4 bis 6 Wochen waren dann diese Beschwerden dann wieder weg. Dann 2017, vor 7 Jahren, plötzlich trat etwas auf, was er noch nicht kannte. Er hatte nämlich Sehstörungen und auch neuropsychologische Störungen, auch weitere neurologische Störungen. Und er hat den Arztbrief mitgebracht und da steht dann an der Anamnese von der Stroke Unit. Die Vorstellung in der zentralen Notaufnahme erfolgte selbstständig am 15.08.17 in Begleitung der Ehefrau mit Einweisung von Hausarzt bei Verdacht auf Tier. Der Patient berichtete am Vorstellungstag auf der Arbeit für ca. 20 Minuten farbige, zackige Kreise gesehen zu haben. Dies sei schon häufiger passiert. Anschließend habe er ein komisches Gefühl im Kopf entwickelt. Kurzzeitig seien linksseitig die Lippen, die linke Gesichtshälfte und die linken Finger tauben kribbelig geworden. Die Symptome hätten für eine halbe Stunde bis ganze Stunde angehalten. Einzelne Worte seien nicht so gut herausgekommen. Er habe immer gewusst, was er sagen sollte. Eine ganz wunderbare Beschreibung, wenn man sich mit den Kopfschmerzen auskennt. Aber wenn man das nicht tut, dann kommt man wie bei 20% der Patienten auf einer Schlaganfalleinheit zur Diagnose transitorische ischämische Attacke im Stromgebiet der Arteria cerebri media mikroangiopathischer Kinese. Der Patient bekam ASS 100 lebenslang und Simvastatin und außerdem eine Kontraindikation gegen Triptane und sonstiges Migränemittel in dieser Situation. Damit wurde er nach Hause geschickt.
2019 kam nun eine weitere Komplikation, eine Eskalation der Kopfschmerzen im Oberkieferbereich rechts dazu. Er wurde zum Zahnarzt geschickt, Wurzelresektionen wurden durchgeführt, Zahnextraktionen. Es wurde dann auch nach etwa 3 Monaten wieder besser und die Schmerzen klangen ab. Jetzt im Februar 2022 gab es eine erneute Eskalation im Oberkieferbereich rechts. Der Neurologe stellte tatsächlich Verdacht auf Clusterkopfschmerz und hat eine Einstellung gemacht, leitliniengerecht muss man leider sagen, denn das steht da so drin, auf Verapamil unretardiert 3×80 mg. Das hat nicht geholfen. Dann wusste er noch, er hat ja eine Kontraindikation gegen Triptane, darf er ihn nicht geben. Und dann hat er, kompliziert genug, zu uns in die Klinik eingewiesen. Wir haben uns das dann angeguckt. Das Ganze war tatsächlich sehr verwickelt und verwickelt und verwickelt und haben jetzt versucht, das in Einzelteile zu lösen. Gucken wir uns das nochmal an. Seit 14. Lebensjahr hat der Patient Migräne. Er hatte Perioden von Kopfschmerzen, später über 6 bis 8 Wochen. Die waren einseitig, recht sehr stark, haben gedauert 1 bis 2 Stunden. Er war motorisch unruhig, er hatte Rhinorrhoe und das wurde irrtümlich als Sinusitis maxillaris diagnostiziert. Sie wissen ja alle wahrscheinlich schon, was das ist. 2017 wurde er dann mit einer Hirnstammaura diagnostiziert, Entschuldigung, mit einer TIA diagnostiziert, obwohl er in diesem Arztbrief so perfekt eine Hirnstammaura beschrieben bekommen hatte. Das Problem war, er hatte jetzt eine Kontraindikation gegen Triptane lebenslang und außerdem wurde noch die Diagnose Clusterkopfschmerz jetzt diagnostiziert, zu Recht, das hat er ja auch, 22, aber die hat er irrtümlich jetzt natürlich keine Therapieoptionen mehr sachgerecht gehabt. Gucken wir uns das mal an, wir tun jetzt das wieder auseinanderfalten, Migräne mit Aura und transitorische chemische Attacke. Das sind 2 unterschiedliche, sehr häufige Erkrankungen, mit denen wir in der Notaufnahme immer wieder konfrontiert werden. Der Unterschied ist nicht so einfach zu klären, aber die Fehler sind extrem schädlich für den Patienten. Haben wir die Fehldiagnose einer TIA wie hier, dann führt das zu unnötiger, teurer Diagnostik und zu einer lebenslangen Behandlung mit Thrombozytenapplikationshemmern und Lipidsenkern. Ich hatte neulich mit einem Krankenkassenchef gesprochen, der sagte, TIA, enorm teuer. Erst kommt der Notarztwagen, Krankenwagen, dann die Notfallambulanz, dann die Stroke Unit, macht zusammen 15.000 Euro in 5 Tagen. Und wenn da jetzt dann solche Diagnosen resultieren bei Patienten, die das gar nicht haben, ist das natürlich für alle schlecht, für den Patienten in erster Linie, für das Gesundheitssystem und überhaupt. Die Fehldiagnose einer Migräne mit Aura anstatt einer TIA ist auch ganz schlecht, denn dann kann es ja zu einem vermeidbaren Schlaganfall führen. Also wir haben da echt was zu tun. Gucken wir uns nochmal die gemeinsamen pathophysiologischen Modelle an. Bei dem Schlaganfall haben wir im Mittel eine, im Kern des Zentrums eine mangelnde Durchblutung, eine Ischämie. Wir haben dann eine sich ausbreitende Oligämie um diesen Kern und im Rand dann diese sich ausbreitende Hyperämie. Eine ganz ähnliche Situation haben wir auch bei der Migräne. Wir haben die Funktionsstörung im Kern, dann die sich ausbreitende Oligämie und dann am Rand diese ausbreitende Hyperämie. Und deswegen haben wir da so ähnliche Symptome bei beiden. Und wenn wir jetzt die Migräne-Kriterien genau angucken, dann finden Sie hier praktisch bei der Migräne mit Aura sämtliche fokalen Symptome, die Sie auch bei einem bei einer transitorischen chemischen Attacke rezidivierend eben haben können. Umgekehrt finden Sie bei der anhaltenden Aura ohne Hirninfarkt genau solche Symptome und beim mikronösen Infarkt haben Sie die Symptome, die sich auch in der zerebralen Bildgebung dann abgrenzen mit einem Hirninfarkt. Trotzdem ist es immer wieder die Migräne als solche. Hochinteressant, die Differenzierung der transitorischen chemischen Attacke von der Migräne mit Aura ist gar nicht so einfach. Und da gibt es aber Gott sei Dank neue diagnostische Kriterien, die EDCT-Kriterien, Explicit Diagnostic Criteria for Transient Ischemic Attacks. Und da werden nun genau die Unterschiede genau aufgeklärt. Und Sie sehen hier, dass auch aus unserer Arbeitsgruppe hier für die Klassifikation und die Differenzierung der transitorischen chemischen Attacke und der Migräne mit Aura internationale Kriterien entwickelt worden sind, auch zusammen mit der Gruppe von Professor Olesen aus Kopenhagen. Und wenn Sie da ganz genau hinschauen, da sehen Sie jetzt die klaren Unterschiede, die Sie in der Klinik dringend brauchen, weil apparativ bringt Sie das nicht weiter, die Bildgebung, um eben eine TIA von einer Migräne mit Aura zu differenzieren. Wir haben bei der TIA diesen plötzlichen Beginn, schlagartigen Beginn. Wir haben bei der
hier keine graduelle Ausbreitung der Symptome. Migräne, Migrare, ausbreiten, auswandern, ist das typisch für die Migräne. Wir haben bei der TIA Defizite, wir sehen nichts. Wir sehen bei der Migräne mit Aura eben entsprechend positive Symptome, wie zum Beispiel Fortifikationsspektren. Wir haben isolierte Symptome bei der TIA, währenddem wir mehrere Symptome bei der Migräne mit Aura haben, die sich allmählich dann konsekutiv ausbreiten. Wir haben keinen Hinweis auf einen akuten Infarkt, sodass wir ganz klar, wenn wir genau die Anamnese machen, herausfinden können, was der Patient hat. Lösen wir das Problem dieses Patienten? Wir haben eine Migräne mit und ohne Aura bei denen. Wir haben eine Migräne mit Hirnstammaura. Das ist das, was fälschlicherweise als TIA diagnostiziert worden ist. Und wir haben einen episodischen Clusterkopfschmerz, was fälschlicherweise wurzelbehandelt wurde beim Zahnarzt und beim HNO-Arzt mit einer Kalbiluk-Operation behandelt worden ist und mit Antibiotika. Wir haben keine Sinusitis maxillaris, wir haben keine TIA und wir haben insbesondere keine Kontraindikation gegen Triptane. Jetzt ist das Knäuel ziemlich aufgedröselt und jetzt behandeln wir. Wir behandeln schnell die akute Episode der Clusterattacken. Wir machen einen Occipitalis-Block, geben hier gerne Dexamethason, 8 oder 16 Milligramm mit Carbosteccin. Wir geben Verapamil-Retard, ganz wichtig, nicht unretardiert und bitte nicht mit 3x80 Milligramm anfangen. Das funktioniert nicht. Das dauert Wochen, bis Sie da aufdosieren, dass der Patient längst verzweifelt. Wir gehen mit 2x42 Milligramm retardierten Verapamil hinein. Das wirkt immer erst nach einer Woche, das kommt ja noch hinzu und deswegen brauchen Sie am Anfang auch das Cortison und geben zur Attackentherapie dann Sumatriptan subkutan. Das hat wunderbar geholfen, der Patient hat geweint vor Freude, dass er etwas hatte gegen die Attacken und er war nach 48 Stunden durch die Vorbeugung auch dann komplett attackenfrei. Das war schon kompliziert, aber mein Vortrag war ja komplizierte Kopfschmerzen und ich will es noch ein bisschen komplizierter machen. Also darf es noch ein bisschen mehr sein. Und jetzt kommen wir daher zu den trigeminoautonomen Kopfschmerzerkrankungen. Die finden Sie in Kapitel 3 Ihrer Heuristik in der internationalen Kopfschmerzklassifikation. Und da sehen Sie lauter so verwirrende Namen, die in Deutschland noch überhaupt keine Verbreitung haben. Unsere Muttersprache kennt die nicht, unser Vaterland auch nicht. Und da ist es natürlich sehr schwer, wenn man dieses spezielle Wissen nicht hat, dieses aufzuwickeln. Und deswegen sollten Sie, ich würde das sogar aus Zeitgründen raten, bei Problemen dieser Art dann schnell ein Kopfschmerzzentrum zu Rate ziehen, um hier Klarheit zu bekommen und das ganze Problem aufzurollen. Differentialdiagnostik dieser TACs, der trigeminoautonomen Kopfschmerzerkrankung. Gemeinsam ist denen, dass der Schmerz einseitig ist und zumindest in einer Episode zeitenkonstant ist. Die Schmerzen sind auch klar lokalisiert, orbital, supraorbital und oder temporal. Sie sind in der Regel sehr stark und wir haben autonome Begleitsymptome. Konjunktivale Injektion, Lakrimation, nasale Kongestion, Rhinorrhoe, Miosis, Ptosis, Lidothem, Schwitzen, Stirn oder Gesicht. Das alles kennen wir ja auch vom Clusterkopfschmerz, aber da gibt es viele Unterformen, die ganz ähnlich ablaufen. Aber zeitlich differieren. Und deswegen sollten Sie unbedingt nach der Zeit fragen, in dem die Kopfschmerzen ablaufen. Wenn Sie die Zeit erfassen, haben Sie fast schon zu 90% die richtige Diagnose. Beim Sunk-Syndrom, S wie Sutton, U wie unilateral, N wie Nasenkongestion und Träne laufen, Kopfschmerzen mit diesen Begleitsymptomen, dauern die Kopfschmerzen 10 Minuten. Bei der paroxysmalen Hemikranie 2 Minuten bis 30 Minuten und beim Clusterkopfschmerz 15 Minuten bis 180 Minuten. Da sehen Sie schon ein Problem. Diese Attacken, diese verschiedenen Formen überlappen sich und das macht es dann schon schwer, die zu differenzieren. Und deswegen haben wir so Graubereiche, wo wir nicht genau wissen, in welche Gruppe gehören die. Und deswegen brauchen wir weitere Kriterien, um die zu differenzieren. Wenn sie 10 bis 15 Minuten dauern, sind wir im grünen Bereich, an jeden Fall rot, haben eine paroxysmale Hemikranie. Bei den anderen Zeiten müssen wir genau hingucken. Wir haben dann bestimmte Begleitsymptome, die wir hier genau differenzieren können. Sie sehen die Bewegungsunruhe, die ist beim Sunkt nicht der Fall. Bei der paroxysmalen Hemikranie und beim Cluster sind die Patienten in der Regel mit dem Oberkörper hoch. Sie laufen umher und sind motorisch unruhig. Die Patienten haben auch unterschiedliches Ansprechverhalten auf Triptane und auch auf Cortison, sodass wir hier relativ gut differenzieren können, schon im Verlauf, was es dann sein kann.
Und dann haben wir aber noch das Problem, dass das mit der Wissenschaft noch nicht so weit ist, wie wir uns wünschen. Auch die ICD-3 ist noch lange nicht das letzte Wort in der Kopfschmerzklassifikation. Es ist der letzte Schrei zugegeben, aber wir werden das noch weiterentwickeln und besser differenzieren. Und hier sehen Sie einmal die aktuellen Kriterien des Cluster-Kopfschmerz. Da steht 5 Attacken, die eben an der Seite des Auges auftreten, periorbital und mit diesen bestimmten Begleitsymptomen, die ich Ihnen gerade schon genannt habe. Und dann diese Attackenfrequenz, 1 Attacke bis zu 8 Attacken. Aber die Clusterkopfschmerzen, die halten sich bei PLEX nochmal nicht an dieser Klassifikation. Die sind wesentlich komplexer. Wir haben an 825 Patienten, die Clusterkopfschmerzen definitiv haben, eben entsprechend analysiert, wie sieht denn der Phänotyp dieser Kopfschmerzen tatsächlich in der Versorgung aus. Und da sehen wir, dass sich ungefähr 90% an die Klassifikation halten, aber 10% haben deutlich längere Attacken, bis zu 270 Minuten und länger. Ganz frappierend, und das macht ein riesiges Problem in der Versorgung, die Hälfte fast der Patienten hat neben den Clusterattacken auch noch im Clusterareal einen Dauerkopfschmerz, der permanent passiert. Und das sind die ganz armen Tropfe. Die werden nämlich seltenst dann als Cluster-Kopfschmerz klassifiziert. Die kriegen einen idiopathischen Gesichtsschmerz oder die kriegen eine Trigeminusneuralgie oder sonst irgendeinen anderen Kopfschmerz dann als Diagnose, obwohl sie definitiv Cluster-Kopfschmerzen haben. Haben die Patienten also einen Dauerkopfschmerz, ist das kein Argument gegen den Cluster-Kopfschmerz. Die können neben den Cluster-Attacken auch noch diesen Grundschmerz haben. Auch die Häufigkeit der Attacken kann variieren am Tag und auch die Begleitsymptome sind wesentlich umfangreicher beim Cluster-Kopfschmerz, als die IHS-Klassifikation sie definiert. Auch das müssen wir also berücksichtigen in der Versorgung. Und auch dazu habe ich Ihnen wieder einen Fall mitgebracht und den schauen wir uns mal genau an. Es ist eine 74-jährige, sehr differenzierte Dame und sie hat 4 Kinder, davon sind 3 Ärzte. Und 2019 hatte sie die Diagnose einer Trigeminusneuralgie im linken, zweiten und dritten Ast bekommen. Die hat dort nadelstichartige Schmerzen damals erlebt. Die dauern Sekundenbruchteile. Die Serien treten am Tag auf, nichts in der Nacht. Und sie wurde auf Oxcarbamazepin eingestellt und war 4 Jahre komplett ohne Schmerzen. Da sehen wir eine klassische, klare Situation einer Trigeminusneuralgie. Jetzt kommt der Juni 22. Entschuldigung, ja, verzweifelter Anruf des Sohnes, eines Sohnes, der ist Kinderarzt. Die Mutter, die kommt zu Hause nicht mehr zurecht. Sie hat schlimmste Kopfschmerzen. Sie steigert immer weiter das Oxcarbamazepin, trotzdem keine Besserung. Sie hat noch versucht, Alkohol dazu zu trinken, obwohl sie eine ganz solide, förmliche Dame ist, die das sonst nie tut. Aus lauter Verzweiflung ist dann die Treppe noch hinunter gestürzt, war zunehmend verwirrt, aufgrund auch dieser Oxcarbamazepin-Überdosierung. Und der Sohn typischerweise Freitagabend bittet um notfallmäßige Aufnahme, weil sie nicht mehr weiter wissen mit der guten Mutter. So, Freitagabend wird also aufgenommen vor Pfingsten. Und sie berichtet, im März hat sie eine Spondylolisthese noch bekommen, anschließend auf Oxycodon eingestellt worden. Außerdem sei sie 4-fach gegen Corona geimpft gewesen und hat trotzdem im April eine Covid-19-Infektion bekommen, hatte damals Fieber und sehr starke Kopfschmerzen. Und seit dieser Zeit ist alles durcheinander geraten, sind die Kopfschmerzanfälle wieder da. Rechte Wange, Oberkiefer, Augenbereich. Ich habe mich so ein bisschen gewundert, warum sie Kopfschmerzanfälle sagte, weil man normalerweise bei der Trigeminusneuralgie als Betroffener sagt, es tut da dauernd so weh, ich habe diese Stiche. Da spricht man nicht so von Attacken oder Anfällen. Ich frage genau nach. Der Schmerz ist im Wangenbereich links. Auslöser sind zwar Zahnputzen, es sind kleine Piekser wie elektrischer Strom. Und jetzt hat sie 4x600 Oxcarbamazepin am Tag. Es wird aber nicht besser. Die Anfälle seien extrem schlimm. Ich habe eine kognitive Dissonanz und verstehe das nicht, weil ich denke, da musste noch was anderes dabei sein und frag weiter nach. Sie hat nämlich panische Angst vor schweren Anfällen. Aha, wieso? Weil die Trigeminusneuralgie läuft ja permanent eigentlich, wenn ich sie auslöse. Die kommt ja nicht so mal spontan in aller Regel, wenn sie sowieso schon eingestellt ist. Und außerdem hat sie jetzt in der Nacht um 2 Uhr und im Schlaf solche Attacken. Die dauern 15 bis 45 Minuten. Sie muss umherlaufen. Das Auge schwillt an, die Nase läuft. Sie hat einen Dauerkribbel im Wangenbereich, fasst sich dabei mit der Hand an die schmerzhafte Wange. Sie hat die Medikamente gesteigert, aber es wird einfach nicht besser.
jetzt wissen Sie schon, da ist was nicht in Ordnung. Das ist jetzt keine Trigeminusneuralgie mehr. Und da sehen Sie auch schon das Problem mit der IHS-Klassifikation. Die hat einen Dauerkribbel im Wangenbereich. Und das ist das Problem, was sie meinte, dass das diese Stiche sind, die sie von der Trigeminusneuralgie kannte. Das ist was ganz was Neues jetzt, was anderes jetzt. Außerdem hat sie Attacken in der Nacht. Der Patient mit Trigeminusneuralgie kann in der Regel in der Nacht sehr gut schlafen. Der Cluster-Kopfschmerzpatient, das lesen Sie jetzt schon, der kann das eben nicht. Der wird sogar nachts aufgeweckt. Also, wir haben drei Probleme, die wir aufschlüsseln müssen. Panikmachende Schmerzanfälle, die stichartigen Schmerzen im Trigeminusbereich und die Schmerzen nach der Spondylolisthese. Die Symptomatik passt nicht zur Trigeminusneuralgie, deswegen kann auch die Oxcarbamazepin-Aufdosierung nicht helfen. Die Attacken treten in der Nacht auf, sie treten auch spontan ohne Trigger auf. Sie sagt, sie fasst sich an die Wange. Das macht ein Patient mit Trigeminusneuralgie nicht. Was kann das also sein? Und klar, neben der Trigeminusneuralgie hat sich jetzt noch ein Clusterkopfschmerz bei der Patientin entwickelt, ganz ungewöhnlich im Alter und dann noch eben bei einer Frau. Aber das ist die Natur, das gibt es. Das ist jetzt ganz wichtig zu wissen, wie der Clusterkopfschmerz abläuft. Streng einseitig, periorbital, er strahlt Schläfe, Kiefer, Nase, Zähne auf, dauert 15 bis 180 Minuten. Und wir haben eben Episoden über 6 bis 8 Wochen, wenn er episodisch auftritt oder wenn er chronisch auftritt, dann durchgehend. Wir haben Begleitsymptome, Schwitzen, Gesichtsrötung, Ptosis, Lakrimation, konjunktivale Injektion, motorische Unruhe, die Patienten stehen auf, nasale Kongestion, Rhinorrhoe. Und die Patienten haben diesen bestialischen, brennenden Schmerz im Augenbereich. Sie sagen ja gerne, so als ob ein heißes Messer ins Auge gestochen wird, von hinten auch noch und dann umgedreht wird. Gucken wir uns einmal die Orbita an. Und wir sehen hier hinten in der Orbita natürlich einmal den Sehnerv, der hier klar abgegrenzt ist. Wir sehen die Augenmuskel, wir sehen den Pulpus und wir sehen die knöchernen Wände. Wenn jetzt hier lokal eine neurogene Entzündung auftritt an den Blutgefäßen und die feinen Nerven hinten dann aktiviert werden, dann ist es so, als ob Sie einen Splitter oder einen Spreißel im Augenbereich haben und das tut dann höllisch weh und das ist dann eben der Hintergrund des Clusterkopfschmerzes. Wir haben den episodischen Verlauf und wir haben den chronischen Verlauf. 6 bis 8 Wochen, so kann das angehen. Es kann auch aus einem episodischen Verlauf, ein chronischer Verlauf dann eben resultieren. Ganz wichtig, wenn Sie den Clusterkopfschmerzpatient informieren, Verhaltensregeln, kein Alkohol, wirkt vasodilatatorisch und kann die Attacken schlimm auslösen. Das kann man sogar als Test benutzen in der Therapie. Wenn die wieder ein halbes Bier vertragen, dann greift die Vorbeugung. Am Anfang können Sie die Attacken generieren. Kein Nikotin, keine Nitrate, kein Nitrospray, insbesondere die haben ja oft, sind Raucher, dann kardiovaskuläre Probleme, kriegen Nitrospray und da können die ihn von der Liege springen, weil dann plötzlich eine Attacke ausgelöst wird. Wir haben für die Attackentherapie heute Gott sei Dank die Triptane seit 30 Jahren. Wir haben die 6 Milligramm Spritze, die 3 Milligramm Spritze. Man kann es auch als Apothekenrezeptur sich zur Verfügung stellen lassen mit 2 Milligramm und 4 Milligramm im Rahmen von kleinen Fertigspritzen. Das ist sehr kostengünstig und die Patienten brauchen oft nur 2 oder 3 oder 4 Milligramm, um eine Attacke dann zu behandeln. Wir haben die Nasensprays und wir haben natürlich Sauerstoff, die wir geben können im Anfall. In der Akuttherapie, also verschiedenste Optionen, Sauerstoff, auch Xylokain können wir geben, Sumatriptan und die Triptane eben als Fertigspritze oder als Nasenspray, damit bestimmte Limitierungen, die wir kennen müssen im Alltag. Die Vorbeugung ist enorm wichtig. Im Gegensatz zur Migräne, wo wir ja eine 50-prozentige Reduktion haben wollen, wollen wir, dass die Attacken beim Cluster aufhören, weil die Attacken so bestialisch schlimm sind, dass das nicht geht. Man kann die nicht ertragen. Und das Gute ist, das erreicht man in aller Regel. Clusterkopfschmerz kann man heute enorm effektiv behandeln. Aber man muss es nur richtig machen. Da gilt die alte Regel, kaum macht man es richtig, schon klappt es. Ja, wie geht es denn richtig? Wir geben Verapamil Retard. Und hier bitte nochmal. Retard, merken Sie sich das. Bitte nicht 3 mal 80 Milligramm. Das steht so in der Leitlinie und das ist nicht adäquat. Leitlinien sind auch nicht Gott gegeben. Sie sind überlegt und sie kommen aus der Erfahrung. Die Kardiologen verwenden nur in diesen Situationen Retard und ich habe mich hier lange mit kardiologischen Experten unterhalten, wie die das machen. Die gehen zwar nur bis 480 Milligramm Tagesdosis, beim Cluster müssen wir auf 960 und nach manchmal über 1000 Milligramm hochgehen.
damit das funktioniert. Das ist entscheidend, damit der Patient eine Therapie bekommt. Machen Sie das nicht, bleibt es kompliziert, der Patient wird keine Besserung haben. Lithium können wir dazu komponieren. Wir können auch bei kurzfristigen Episoden, die 4-6 Wochen dauern, Ergotamin geben, fest einstellen oder eben auch Triptane. Die Ergotamine wirken hier für die Vorbeugung immer noch besser, weil sie eine längere Halbwertszeit haben, eine höhere Rezeptorbindung haben und damit noch gravierender besser effektiv sind. Es sind aber keine Dauertherapie. Das Blöde ist, wenn Sie Ergotamin vorbeugend geben, dürfen Sie nicht mehr Triptane geben zur Attackentherapie. Deswegen ist das also eine sehr umschriebene Behandlung, die man auch nur in spezialisierten Einrichtungen dann mit viel Erfahrung machen sollte. Kortikosteroide und Topiramat in der Behandlung ebenfalls langfristig bei episodischen Attacken dann eine Möglichkeit. Neuromodulation und die okzipitale Nervenstimulation sind weitere Optionen. Also es gibt hier hochspezielle Therapieschemata, die ich jetzt im Einzelnen nicht erklären kann aus Zeitgründen, aber die Sie kennen sollten, dass es die gibt. Wir können mit Ergotamin einstellen, ein Prednisolon-Kurzschema können wir durchführen. Wir machen da gerne einen Occipitalis-Block. Wir können auch Triptane kurzfristig fest einstellen, dreimal ein 100 Milligramm Zolmitriptan genauso. Und wir geben dann, wenn wir Cortison geben, noch einen Magenschutz, damit hier entsprechend eine Vorbeugung ermöglicht ist. In der Clusterkopfschmerzvorbeugung ist sehr bewährter Occipitalis-Block. Man spritzt im Bereich des Nervus occipitalis zum Beispiel Dexamethason und Carbostesin. Und das wirkt praktisch über Nacht und kann den Patienten enorm helfen, damit er entsprechend schnell attackenfrei wird. Auch hier sollte man etwas Übung haben. Bitte nicht ins Foramen Magnum spritzen, sondern eben hier über der Protuberantia, damit hier der Nervus occipitalis direkt tangiert wird. Ganz wichtig, die Education dann dieser Patientin, dass es eben keine Trigeminusneuralgie ist und dass Oxcarbamazepin-Aufdosierung eben nicht wirksam ist, sondern dass wir hier in einem stabilen Bereich bleiben, um die Trigeminusneuralgie zu stabilisieren. Wir geben noch zur Behandlung der Schmerzen nach der Spondylolisthese vor 3 Monaten dann Oxycodon, 2x20 Milligramm, und so ist die Patientin völlig zufrieden und ist komplett glücklich. Die Attacken sistieren, die Trigeminusneuralgie ist kontrolliert, die Rückenschmerzen sind gut tolerierbar, sie kann wieder schlafen und hat keine Angst und keine Panik mehr und kann wieder guter Dinge nach Hause gehen. War schon kompliziert, aber es geht ja noch komplizierter. Ist das jetzt nur Kopfschmerz vom Spannungstyp oder doch etwas mehr? Ein weiterer Fall, 34-jährige Patientin, hat einen beidseitigen Dauerkopfschmerz seit 4 Jahren, mittelstark durchgehend, bilateral, immer wieder kurzfristige Sehstörungen. Sie hat Amitriptylin über 3 Jahre probiert und hat noch mehr Übergewicht bekommen. Was kann das denn sein? Spannungstyp, geben wir weiter Amitriptylin oder drehen wir auf Doxepin oder auf Trimipramin? Nein, Sehstörungen, Übergewicht, die Kopfschmerzen, die lassen sofort an die idiopathische intrakranielle Hypertension denken, den Pseudotumor Cerebri. Und hier wissen wir, dass wir einen erhöhten Liquordruck haben, dass der Kopfschmerz sich im zeitlichen Zusammenhang mit dem Überdruck entwickelt und dass wir einen pulsierenden Tinnitus oft haben und ein Papillenödem. Hier kommt also der Augenarzt oder der Augenspiegel wieder zur Anwendung. Und hier gucken wir uns das Pupillenödem hier an. Da sehen wir, wir haben einen pulsatilen Dauerschmerz beim oft jungen adipösen Damen. Der Tinnitus ist noch dabei. Wir haben kurzfristige Sehstörungen, Obskurationen. Und wir können auch ein- oder beidseitige Abduzinsparese haben. Wir gucken uns also den Augenhintergrund an. Wir machen ein MRT und sehen da dort typische Zeichen. Und wir machen eventuell noch eine venöse MR-Ankyo und sehen da eine Sinusvenenstenosierung. Der Liquordruck ist erhöht. Wir müssen also auch eine entsprechende Lumbarpunktion machen. Sie erinnern sich, Professor Quinke, hier Professor in Kiel, hat vor gut 120 Jahren, 130 Jahren erstmalig die Lumbarpunktion hier durchgeführt. Eine geniale Aktivität. Er hat dabei auch die Quinke-Nadel entwickelt, die Sie ja auch kennen. Den Quinke-Schliff ist auch eine Kieler Erfindung. Und er hat noch eine weitere Erfindung gemacht, nämlich den postpunktionellen Kopfschmerz. Auch den hat er hier erstmalig produziert. Die Menschheit hat also mindestens eine Kopfschmerzform Kiel zu verdanken, Herrn Professor Quinke, den postpunktionellen Kopfschmerz. Er konnte damals erstmalig den Liquordruck messen mit dieser sehr, sehr einfachen hydrostatischen Methode. Und der ist eben erhöht.
Die Patienten zeigen eben die typische Klinik. Sie haben dann eine Stauungspapille. Sie haben ein Empty Cella. Wir sehen das hier, weil der Liquordruck die Papille, die Hypophyse platt drückt. Und wir haben eine Sinusvenenstenosierung aufgrund dieser Gesamtkonstellation. Wir können Druck ablassen und die Kopfschmerzen sollen dann besser werden. Im MRT sehen wir hier diese entsprechende Aufquellung der Optikus-Scheidenwände mit entsprechenden typischen Zeichen auch und ein Optikus-Scheidenödem. Und wir sehen insbesondere dieses Fischaugenphänomen, dass eben der Liquor den Nervus Opticus umgibt und wir den gut abgrenzen können. Charakteristische Zeichen auch bei der venösen MR-Angio, sodass sich die Diagnose gut stellen lässt. Die Therapie, ja, ist etwas kompliziert, die Diagnostik ebenfalls. Und deswegen ist auch gut, solche Patienten in ein spezialisiertes Zentrum zu schicken, damit die eine gute und schnelle, adäquate Therapie bekommen. Wie machen wir die Therapie? Wir machen in drei Stufen, schreiten wir fort. Erste Stufe Gewichtsabnahme, Acetazolamid zum Ausschwemmen. Wir können auch Topiramat geben unter Serum-Kalium-Kontrolle und damit kann dann der Liquordruck sich eben stabil erweisen. In der zweiten Stufe machen wir zu der ersten Stufe wiederholte Lymphalpunktionen, bis der Druck unter 20 cm Wassersäule ist, zweimal pro Woche ungefähr, danach wöchentlich, damit der Kopfschmerz dann abklingt. Und in der dritten Stufe muss man dann tatsächlich eine Dekompression des Nervus Opticus durchführen, eine Opticus-Scheidenfensterung durchführen oder auch einen Shunt anlegen, um den Druck eben zu stabilisieren. Also eine ganze Reihe von Maßnahmen, die möglich sind, ist alles etwas speziell, aber wie gesagt, man muss das analysieren und nach dieser Methode komplexe Probleme in lösbare Einzelprobleme herunterbrechen und dann gezielt angehen. Und dabei hilft Ihnen auch die Migräne-App, die ich Ihnen nochmal ans Herz legen möchte. Die Migräne-App, die ist nicht dafür entwickelt worden von einem Start-up, um Geld zu verdienen, um eben hier das auf Rezept zu rezeptpflichtig zu machen, sondern sie ist frei verfügbar. Das ist ein Service unserer Klinik und der Techniker Krankenkasse. Sie können sie kostenlos herunterladen. Sie brauchen sie auch nicht zu verschreiben, aber Sie müssen sie kennen, weil das ein zeitgemäßes, heuristisches Werkzeug ist, um komplizierte Kopfschmerzen eben entsprechend in Einzelteile zu zerlegen. Ich erkläre das nochmal. Sie sehen hier die Monate im Jahr. Sie sehen hier Migräneauren, die die Patienten eintragen, die Migräneattacken, die eingetragen werden pro Monat, Spannungstyp und andere Kopfschmerzformen. Sie kriegen ausgewertet die durchschnittliche Dauer der Attacken. Sie kriegen ausgewertet die durchschnittliche Schwere der Attacken. Sie sehen hier mit Einblick, an wie vielen Tagen im Monat die Patienten Akutmedikamente einnehmen, wie sie wirken. Und Sie sehen auch die Auswirkung der Migräne, also die Anzahl der Tage mit einer reduzierten Arbeitsfähigkeit oder mit Arbeitsunfähigkeit gar. Das Gleiche für Haushaltstätigkeit und für die Freizeittätigkeit. Und das wird in Grad der Behinderung für Kopfschmerzen dann umgerechnet. Und Sie werden dann also prospektiv all diese Werte bekommen, die Sie insbesondere brauchen, zum Beispiel für den Nachweis einer Therapie oder für die Therapieeinstellung. Sie können damit auch belegen, ob zum Beispiel ein Antikörper wirkt oder nicht. Da sehen Sie bei diesem Beispiel, diese Patientin ist im Juni eingestellt worden auf einen Antikörper und hat dann sofortige 75-prozentige Reduktion ihrer Kopfschmerztage erhalten. Die Einnahmehäufigkeit von Kopfschmerzen bei Akutmedikamenten hat sich drastisch reduziert und sie hat praktisch keinerlei Behinderungsausfälle mehr gehabt, sodass Sie mit einem Blick sofort sehen, wie die Kopfschmerzen ausfallen und wie Sie die Behandlung durchführen. Das ist also praktisch wie Ihr Langzeit-EKG hier in der Schmerztherapie. Und das, wie gesagt, liefern Ihnen die Patienten unmittelbar. In diesem Zusammenhang vielleicht möchte ich darauf hinweisen auf den neuen Selektivvertrag mit der Techniker Krankenkasse, an den Sie alle teilnehmen können, wenn Sie spezialisiert sind. Das ist der Migräne-Spezialversorgungsvertrag. Hier werden die Antikörper nicht erst dann verordnet, wenn Sie alle 4 oder 5 vorbeugende Medikamente durchexerziert haben, sondern schon bereits nach 2 Vortherapien können Sie das erwägen und Sie haben dann keine Regressansprüche. Das wird entsprechend garantiert, wenn Sie das adäquat dokumentieren. Insofern, wenn Sie da interessiert sind, an diesem sehr innovativen Vertrag mitzumachen, schicken Sie mir einfach eine E-Mail und dann schicken wir Ihnen die entsprechenden Unterlagen zu. Und das ist eine ganz innovative Sache, die hier
dann die Versorgung deutlich verbessert und komplizierte Patienten auch entsprechend besser zu versorgen. Wenn Sie sich für die Migräne-App informieren, können Sie hier die Informationen herunterladen. Finden Sie alles auch auf unserer Klinikseite schmerzklinik.de, sodass Sie hier entsprechend dann gut informiert sind. Also, komplizierte Probleme, zusammengefaltete, zu verwickelte Probleme erfordern A, Wissen, Können, Informationen, aber Sie brauchen auch eine Methodik. Zerlegen Sie die in lösbare kleine Probleme, suchen Sie sich entsprechend ein Ziel, machen Sie es einfach. Einfach ist die höchste Stufe der Vollendung, sagt schon Leonardo da Vinci. Und nur zur Einfachheit zu gelangen, kann manchmal ganz schön kompliziert sein. Ich bin aber sicher, dass Sie als Expertinnen unserer Gesellschaft ganz toll das analysieren und hinkriegen. Ich bin auch nochmal sehr dankbar, dass wir diese Weiterbildungsreihe haben und die Versorgung in Deutschland dadurch verbessern. Da danke ich ganz herzlich unserem Vorstand, dass er hier diese Initiative ergriffen hat und so tolle Arbeit macht. Herzlichen Glückwunsch dazu. Alles Gute für Sie, viel Glück in der Behandlung und viel Erfolg. Lieber Hartmut, ich kann eigentlich nur applaudieren. Ich danke dir ganz herzlich für diesen wirklich hammermäßig guten Vortrag und diesen hervorragenden Überblick. Du hast das Thema gehalten, es ist kompliziert und es ist schwer und ich glaube, du hast es toll dargestellt und viele werden dich dafür bewundern, dass du bei diesen mannigfaltigen Symptomen dann trotzdem das so klar strukturiert hast, aber so ist das nun mal. Ne? Du bist halt wirklich, das passt ja auch zum Kopfschmerz, ein Brain. Also insofern ganz, ganz herzlichen Dank. Es sind noch ein paar Fragen, die ich ganz gerne jetzt noch diskutieren will, die zum Teil noch mit meinem Vortrag was zu tun haben. Aber ich denke, wenn wir die Koryphäe schlechthin haben, dann würde ich das ganz gerne ausnutzen. Kurz bevor ich das Wort an dich übergeben habe, kommen natürlich dann immer noch ein paar Fragen eben schnell hinterher. Ich gebe sie jetzt an dich. Muss ich Vorgabe der CGRP-Antikörper die früheren Prophylaxen ausprobiert haben? Kommt drauf an. Wenn das im Rahmen der gesetzlichen Krankenkasse erfolgen soll, ja, dann haben wir die Auflage des GBAs. Dann müssen wir bei der episodischen Migräne Amitriptylin, Beta-Blocker, Flunarizin, Topiramat eingesetzt haben. Es muss erfolglos sein, Kontraindikation bestehen oder Nebenwirkungen. Das müssen Sie dokumentieren. Und mich rufen immer wieder Kollegen an, die sagen, oh, ich habe so einen Brief jetzt hier von der KV bekommen. Was mache ich denn jetzt? Ja, man muss es dokumentieren und nachweisen. Ja. Haben Sie eine chronische Migräne, müssen Sie noch Botox vorher genommen haben, also die Patienten. Und da gilt wieder das gleiche, Kontraindikation, Unwirksamkeit oder Nebenwirkung. Und dann können Sie das entsprechend einsetzen. Also es ist so, nach wie vor, wir werden abwarten, was jetzt der Sommer bringt. Wir haben ja bei den Adenomab hier eine neue Studie, aber da höre ich, dass da ein Schiedsverfahren besteht. Man hat sich also nicht geeinigt. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Genau, dieses Verfahren läuft. Das Schiedsverfahren ist ja auch zeitlich begrenzt. Und sicherlich werden wir das in diesem Sommer da erfahren. Unsere perfekte Technikfirma mit Kompakt weist noch darauf hin, dass vorhin Frau Dr. Gisela Krischnack die Hand gehoben hat. Jetzt weiß ich nicht, ob sie in der Zwischenzeit verhungert ist oder noch da ist und vielleicht, Sascha, kannst du sie sonst frei schalten, wenn sie auch noch... Ja, aktuell keine Hand gehoben. Ja, okay. War es vielleicht versehen. Ja, okay, dann komme ich zur nächsten Frage an dich, Hartmut. Welche medikamentösen Optionen gibt es bei einer Patientin, die circa ein bis zweimal pro Jahr bei Migräneanfall hemiparetische Symptome hat? Dann haben wir möglicherweise eine hemiplegische Migräne. Die ist tatsächlich so, dass sie nicht so oft auftritt, dafür umso schwerer. Das ist auch, je schwerer die Anfälle sind, meistens umso rarer sind sie. Wieder blöd, aber in dem Fall natürlich keine Triptane, ist eine Kontraindikation. Überhaupt die Triptane immer erst dann geben, wenn die Aura abgeklungen ist, weil sie erst dann ja eine Aura ist. Sonst kann ja tatsächlich eine prolongierte neurologische Symptomatik bis hin zum Infarkt dann bestehen. Und da bitte kein Triptan reingeben wegen der Vasokonstriktion. In dem Fall würden Sie etwas geben, was nicht vasokonstriktiv wirkt. Novaminsulfon ist hier bewährt. Können Sie 40 oder 80 Tropfen nehmen. Das ist immer gut. Übelkeit behandeln. Oder Sie geben Acetylsalicylsäure intravenös, wenn Sie dabei sind, wenn der Patient zu Ihnen kommt oder Sie einen Hausbesuch machen. Das sind die bewährtesten Möglichkeiten. Natürlich auch Cortison ist möglich, können Sie infundieren.
dann ein Benzodiazepin noch dazu. Insofern haben Sie da verschiedenste Möglichkeiten. Gut, vielen Dank. Komme ich mal zur nächsten Frage. Wenn ein Clusterpatient Verapamil überhaupt nicht verträgt und Clusterphasen von 3 Monaten hat, kann man auch eine Prophylaxe mit Naratriptan initiieren? Das können Sie machen, ja, das können Sie machen. 3 Monate ist natürlich relativ lang, aber es ist nicht übermäßig lang, das geht. Naratriptan bietet sich an, warum? Weil es eine lange Halbwertszeit hat, das ist eine der längsten Halbwertszeiten. Ebenfalls geht das auch mit Eletriptan. Das ist toll, dass es jetzt das endlich auch als Generikum gibt, wo es deutlich günstiger ist und auch jetzt endlich mal eine Schachtel mit 18 Tabletten verfügbar ist, nicht nur mit 6 Tabletten. Also das kann man machen. Alternative habe ich vorhin genannt. Das war immer noch das Ergotamin. Preislich tut sich da nicht viel. Also ich würde es immer tatsächlich auch mit dem Triptan erst probieren, weil es verträglicher ist. Und man leitet es am besten dann auch ein mit einer Kurzzeit Prednisolontherapie und gibt dann eben überlappend dann das Triptan in dieser festen Zeit. Überwachen Sie allerdings den Patienten auf kardiovaskuläre Ereignisse und dann sind Sie damit gut dabei. Das Problem mit der Verträglichkeit von Verapamil muss man natürlich aufschlüsseln, woran das liegen kann. Aber das gibt es manchmal, dass Katial zum Beispiel die Pulsfrequenz so runtergeht auf 25, 30, wo Sie wirklich nichts mehr machen können. Und da tue ich dann immer auch den Kardiologen noch mit dazu ziehen, damit ich dann wirklich im grünen Bereich bin. Aber das sind so die wirklich ja, komplizierten Probleme. Würdest du über 960 Milligramm hinausgehen? Ich denke jetzt an einen Patienten, der auch schon bei euch gewesen ist. Der ist im Moment, ist glaube ich bei euch auch so entlassen worden. Ich hatte ihn so geschickt und so entlassen worden. Ich glaube 1300 noch irgendwas am Milligramm. Der braucht diese hohen Dosen, um eine Linderung zu kriegen. Der hat ein Cluster-Tick-Syndrom. Also vielleicht erinnerst du dich aus Ahrweiler. Mhm. Ja, und der ist mit diesen extrem hohen Dosen kardial überhaupt kein Problem. Na, ist genau. Der erst einigermaßen zurechtgekommen, mit Co-Medikation natürlich noch. Ja, genau. Also solche Situationen gibt es und wie du ja sagst, das vertragen manche Leute völlig problemlos, völlig, haben keine Themen, sind ein bisschen unsportlich vielleicht, Treppe geht nicht so schnell hochzuspringen, aber vertragen das problemlos und sind happy, dass sie was haben, dass diesen Mist-Cluster-Kopfschmerz in den Griff bekommt. Da sollte man sich auch nicht irritieren lassen von Leuten, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Was, wie kann man den so hoch dosieren? Das sind lebensbedrohliche Erkrankungen, die die Leute haben. Die machen Suizid, wenn wir das nicht in den Griff bekommen. Und deswegen müssen wir auch hier entsprechend eingreifen. Natürlich ist immer wichtig, einen Kardiologen mit da hinzuzufügen, der mit aufpasst, die QT-Zeit eben überprüft, damit eben die Überleitung stabil bleibt und die dann eben entsprechend immer unter Kontrolle ist. Prima. Noch eine Frage. Können Sie die Wirkungsmechanismen der Occipitalis-Blockade bzw. ONS bei Cluster erklären? Ja, also die Occipitalis-Blockade, da geben Sie ja jetzt nur ein System, also geben Sie ja Carbosteosin IM im Bereich des Nerven, das wirkt natürlich auch systemisch, das muss man sich immer im Klaren sein. Ob das jetzt die lokale Blockade im eigentlichen Sinn ist, das wird jetzt wie bei der Impfung, da geht es wieder um ein Wort, das sei mal dahingestellt. Ich persönlich bin da nicht so überzeugt, dass das jetzt dieser Effekt ist und dass Sie genau den Nerv da treffen müssen, sondern Sie geben schnell 8 oder 16 Milligramm Dexamethason und das wirkt dann auch noch 12, 24 Stunden und über Nacht und die Patienten sind so happy, weil die ja oft dann hochgekickt sind, auch tagelang schon nicht mehr geschlafen haben, gebe ich gerne noch ein Schlafmittel dazu, dass die in diesen ersten 1, 2, 3 Tagen mal zur Ruhe kommen und keine Attacken mehr haben. Also es wirkt antiflogistisch, wir haben eine lokale Inflammation während der Clusterperioden und ich denke, das ist der entscheidende Effekt. Ob das jetzt mit dem Occipitalisnerv zu tun hat, da haben viele, wie ich auch, berechtigte Zweifel. Bei der Neuromodulation, der ONS, der okzipitalen Nervenstimulation, da wirkt tatsächlich jetzt die Stimulation des Occipitalis-Nerv auf den trigeminozervikalen Komplex ein und die antinozizeptiven Systeme in Hirnstamm werden heruntergefahren, die Schmerzempfindlichkeit sinkt. Auch das haben wir in einer experimentellen Studie nachgewiesen, mit dem Blinzelreflex, den man auslösen kann. Der wird deutlich reduziert, wenn man okzipital stimuliert und damit wird anscheinend die hohe Erregbarkeit dann entsprechend hier im Hirnstamm und eben dieser autonomen Nervenfasern reduziert. Gut, vielen Dank dazu. Ich mache jetzt einfach mal noch ein bisschen Fragen. Ist nochmal dann eine Zusatzfrage zu den Patienten mit hemiparetischen Symptomen gekommen. Kurze Antwort, vielleicht Prophylaxe mit Lamotrigin? Das kann man machen.
Das wird auch immer wieder gemacht, gerade bei so fokalen neurologischen Ausfällen, bei der hemiplegischen Migräne. Ein Versuch ist es wert, gibt keine guten kontrollierten Studien, aber es gibt da ja eben nicht so viele spezifische Dinge. Insofern ist das ohne weiteres vernünftig, ja, also kann man gut rational durchführen. Vielleicht noch ein Punkt, der mir gerade anfällt, so eine Naratriptan bei dem Cluster, das sind natürlich off-label, ne? Wir müssen uns da immer im Klaren sein, nach 2 Jahren kommt irgendeine IKK oder sonst eine Krankenkasse und sagt, ist off-label, Doktor, zahl mal. Ne? Also lassen Sie sich das genehmigen im Vorfeld, denn damit Sie da keinen Ärger kriegen. Ja, toll, dass du das aufgenommen hast. Ich glaube, du hast die Frage vielleicht auch gesehen. Das war nämlich noch eine Anmerkung. Offensichtlich ist da jemand ins Fettnäpfchen getreten. Ja, und deshalb kam dieser Kommentar auch über den Chat hier mit rein. Kann man auch noch eine Frage hier, kann man auch lokale Blockaden mit Lidocain und Triamcinolon machen? Du hast den Dexamethason Carbosterin genannt. Ja, kann man machen. Also jeder hat da was anderes in seinem Schrank, was er hat und was er geübt hat. Ich nehme in der Regel Carbosterin, weil das mache ich jetzt seit Jahr und Tag und ich brauche nichts anderes. Also was Sie haben, da gibt es überhaupt keine Evidenz, dass das eine besser oder schlechter ist. Ja, okay. Ich glaube, dann haben wir jetzt die wichtigsten Fragen hier beantwortet und Kommentare und ich finde,